Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal wieder, wie heißt das Spiel? My Store! Mit dabei ist mal wieder Roblox Victor und wir haben natürlich offscreen ein wenig gefarmt, weil das dauert ewig, um hier groß zu werden. Na, währenddessen haben wir uns ja auch mal ein bisschen umgesehen, haben schon geguckt, was gibt's hier so alles, haben dann dieses Leaderboard entdeckt. Auf dem Leaderboard haben wir gesehen, Russo Talks ist da einfach drauf auf Platz 4 momentan. Vorne, als wir ihn gefunden haben, war er noch auf Platz 5, das heißt, er ist gerade aktiv am Farmen. Er hatte vorhin noch 1,02 Milliarden, jetzt hat er schon 1,05 Milliarden. Ja, klar. Hier auf dem Server ist Victor drauf, ich komischerweise gar nicht. So, und Leute, ich will euch jetzt erstmal zeigen, was ich euch alles, was ich alles gekauft habe, als ihr weg wart. Boah, das würde ich auch sehen. Ich habe nämlich die Vermutung, ich bin mir noch nicht 100% sicher, aber ich glaube, die teureren Regale, die verkaufen teurere Items. Macht irgendwo auch Sinn. Und ich bin mir nicht ganz sicher. Ich guck mir mal an, wie viel die Warum kaufen. Warum hast du Spider-Man hier? Ich habe mir Spider-Man gezogen. Nice. So ein Ehrenmann. Ja, da ist nochmal Spider-Man. Es gibt halt Variationen, weil ich ja noch unterschiedliche Kunden habe, aber ich bin mir relativ sicher, dass aus den Regalen die Items teurer sind und deswegen versuche ich jetzt diese Shelves ja auch zu verkaufen und durch die zu ersetzen und naja, eigentlich versuche ich momentan eigentlich nur noch die hier oder teurer zu kaufen. Also das Geschäft wird bald ein Only-Toilettenpapier-Store, wenn ich genug Geld dafür habe. Ich kann mir auch gleich meine zweite Toilettenpapierstation holen. So, worauf ich richtig stolz bin, ich habe mir so eine Kasse gekauft für 4.000 Dollar. Ach man. Und jetzt weiß ich auch, was die kann. An der Kasse können zwei Kunden dran stehen und beide werden gleichzeitig abkassiert. Echt? Ja, cool. Dann gehen wir mal rüber zu mir. Schauen wir mal nach, was ich gemacht habe in der Zeit. Attacke. Du bist hier, Victor. Oh, ich bin echt hier? Ich bin neben dir. Wow. Ja. Das hab ich voll vergessen. Du hast den Server ja verlassen und bist die rejoined. Ja, auf jeden Fall, das ist mein Store. Oh, ich habe hier hinten einen Haufen von diesen Bohnen, beziehungsweise diesen Dosen-Shelves gekauft. Ich habe mir sehr viele Mitarbeiter gekauft. Ich glaube, du hast nicht mal so viele Mitarbeiter, kann das sein? Ich habe Kassierer jetzt. Ich habe einen Kassierer mehr als du. Okay, okay. Ich habe mir von allem gekauft. Und das Ding ist halt so, dafür habe ich sehr viele in diesen schlechten Kassen. Und ich habe hier einen Haufen, ja, Tiefkühlsachen. Also Butter, Milch, warum ist Butter eigentlich tiefkühl? Egal, Butter, Milch und Eier. Und dann habe ich halt noch ein bisschen Toilettenpapier und Seife. Stabil. Ja. Und jetzt hole ich mir gleich wieder ein zweites Toilettenpapier-Ding, damit ich halt mehr Toilettenpapier verkaufen kann, damit ich reicher werde. Deswegen zum Mall, Anton. Ne, warte, ich schaue vorher noch hier auf das. Ja, ich habe mehr Customers gesurft als du. Ja, natürlich. Aber ich komme nicht an Carbonmeister ran. Warum nur? Warum nur? Ich weiß es nicht. Ist ja nur, dass er 560.000 hat. Es geht ja noch. Es geht ja noch. So, also mein Ziel für diese Folge ist es, mir diesen Super Replicator zu holen, weil das ist dann praktisch ein Regal, in dem automatisch die vier besten Produkte, die man so anbieten kann, drin hergestellt werden. Das heißt, dann muss man sich gar nicht mehr diese Shelves kaufen für die extra Items, sondern die besten Sachen, die du anbietest, die sind einfach schon da drin. Also mein Ziel ist hier eine Kohleautomaten zu kaufen. Ach ja, das kann ich auch gleich machen. Ich brauche aber noch meine 4.000. Ich habe nur 350. Oh, hast du wieder was gekauft? Ja, die Toilettenpapier. Oh, ja, ich habe gerade 4.000. Ich möchte mir den hier holen. Den Cheap Clothing Rack, weil dann kann ich mein aktuell teuerstes Item, das ich verkaufen kann, und, oh, das zweiteuerste, Flower Dress verkaufen. Jailbroken. Ja, Mann, ich kann Jailbroken verkaufen. Nice. Das wäre dann hier drauf, naja. Aber 45, nee, hier drauf. 15.000 kriege ich nicht zusammen, das dauert mir zu lange. Ja, ich glaube, ich werde als erstes doch lieber diese Toilet-Shelves holen, diese Toilettenpapier-Shelves holen. Mhm. Danach werde ich auf bessere Kassen gehen. Weil die Kasse hört sich schon mies an. Ich meine, Timer, anstatt auf 10, dass er auf 8 ist. Und dann halt noch, dass zwei gleichzeitig gesurft werden können. Das ist schon krass, ja. Was ich übrigens noch gemacht habe, ist mein Staff so weit aufleveln, dass ich alle jetzt mindestens auf 400 geboostet habe. Das heißt, die 50 und 400 habe ich bei allen gemacht. Stabil. Ja. Und schaust du dir gerade diese Ecken an? Ja. Eine habe ich mir wieder gekauft. Ich habe alles verkauft, was ich nicht brauchte, und dann habe ich mir die Ecke doch wieder gekauft, weil meine Kassen jetzt um die Ecke gehen. Komm, wir schauen uns jetzt meine Pflanze an, anderen. Ja, wir schauen uns deine Pflanze an. So, wo bin ich nochmal? Wo wohne ich? Da vorne links, direkt der erste. Okay, okay. Oh, du willst abkürzen? Du Raudi. Ja, ich gehe einfach über den hier oben. Schönen Gras. Weißt du, irgendein Mann hat hier gearbeitet und den Gras weggemacht. Ja. Und ich trampel einfach drauf. Mach ich mal. Hier hinten. Oh, links. Guck mal, da ist Russo. Russo ist ein Mitarbeiter. Ja, ja, der restockt. Der restockt. Auf jeden Fall hier hinten, Anton, habe ich eine Blume. Die steht bei mir auch genau da in der Ecke. Ey, und du hast deine Kassen auch nach hinten gezogen, genauso wie ich. Ja, natürlich. Ich brauche mehr Platz. Ja. Ja.
Ich habe bei weitem nicht so viele Regale wie du. Aber ich will halt, dass die Kunden nicht mehr aus diesen Regalen hier rausgrabben. Ja, ich lasse sie noch hier rausgrabben. Also ich gehe auch davon aus, man kriegt bestimmt irgendwann wieder teurere Items, die dann aus diesen Regalen kommen. Ja, aber juckt. Ja, mal gucken. Erstmal hier wieder restocken und dann schauen wir uns meine Pflanze an. Ist die schön. Mac liebt sie, nicht wahr, Mac? Ich hasse Mac. Was ich hier ist Crafter. Anton, hier ist Crafter. Ich weiß, ich habe Crafter als Kunden gezogen. Warte, jetzt will ich auch wieder ziehen. Ich meine, Videogames wären schon episch. Ja, wäre schon episch, ja. Aber ich glaube, ich kaufe mir doch keine. Leute, schreibt jetzt in die Kommentare. Clothing Rack oder Videogames? Ich werde die Kommentare sowieso nicht lesen, weil ich werde es in dem Video entscheiden. Hey, du wirst sie doch am Ende lesen. Also ich werde die Kommentare lesen, aber es wird nichts ändern am Ergebnis. Ja, darauf erstmal Cappuccino. Ja, Mann. Ach ja, damals. Erinnerst du damals? Ja, Mann. Eigentlich nicht. Ich auch nicht. Ja, das denkst du. Ich habe jetzt einen Restocker mehr gekauft, aber mehr gönne ich mir erstmal nicht. Ja. Ich hätte mir für das Geld eigentlich auch so eine zweite coole Kasse kaufen können. Anton, bei mir kauft Roblox Kringe ein. Oh mein Gott, zeig. Jetzt ist es schon weg. Roblox Kringe ist weg. Da ist Roblox Kringe, hinten. Am Kassieren. Lausgehen, da ist hier Roblox Kringe. Oh mein Gott, Roblox Kringe. Ja. Und dann kommt er wieder rein. Ja, man gönnt sich doch sonst nicht. Und hier ist ein Typ mit einem Headset. Ja, das war mein erster Kunde. Was macht Dave hier? So viele Leute. Ach ja, so viele Leute. Du bist doch gar nicht Spider-Man. Komm mit, wir holen uns Spider-Man. Ich will mir Spider-Man nicht holen. Wie, du willst Spider-Man? Was ist mit dir passiert, bitte? Ich hab mich tippiert. Ja, du bist bei mir irgendwie durch die Welt geflogen. Nice. Guck mal, hier kann man Spider-Man ziehen in der Mall. Ich will den aber nicht ziehen. Der kostet nix. 800, ja? Ja, so nix. Ist doch schon was. Ey, vielleicht kriegst du ja Wonder Woman. Ja, komm, dann öffne ich halt eins. Ich hab Wonder Woman bekommen. Ey, Wonder Woman ist besser als Spider-Man. Ja, da hab ich jetzt Wonder Woman. Du hast einfach schon 12 Capsules geopend. Ja? Aber warte mal, wie öffnet man 300.000 von den Dingern? Es gibt ein Game Pass Ding, wo man das automatisch ziehen kann. Ich glaube, die stacken sich. Ich glaube, hier. Ja gut, okay, hier ist eine Chance von 0,01. Ich glaube, da kommen schon 300.000 bei rum. Außerdem kannst du dir die halt auch automatisch ziehen und vielleicht. Nein. Du weißt, was ich meine. Ich bin nicht überzeugt. Hier ist ein Baum, kauf dir mal den Baum. Na, ich kauf mir den Baum. Nee, ich kauf mir den Baum nicht, weil ich kauf mir den Baum erst dann, wenn ich eine Quest dafür habe, ja? Ich falle auf diese Tricks von dem Spiel nicht mehr rein. Ich kaufe mir nichts, was ich mir nicht kaufen muss. Okay, wir schauen uns mal den Nachbarn an. Als erstes gucken wir mal auf dem Leaderboard, ob bei den Nachbarn irgendwer dabei ist, der gut ist. Weil vorhin war da vorne rechts jemand in einem richtig krassen Store. Der hat aber schon die Lobby verlassen. Deswegen schaue ich mal. Und naja, okay, Cash Earned, da sind wir die Besten. Na gut, dann machen wir uns halt lustig über die Nachbarn. Ach, auf geht's. Victor springt immer wie eine Banane. Mm. So. Hallo. Ja, die hat sich den Baum gekauft. Peinlich. Was will man mit so einem Baum? Und sie hat eine Pflanze. Oh, das war also nicht mal für die Quest. Sie hat zwei Pflanzen. Sie wird nie so reich werden wie wir. Vor allem hat sie vier Kassierer. Sie hat schon vier Kassierer? Ich weiß auch nicht, was bei der abgeht. Okay. Oder drei? Habe ich mich verzählt? Keine Ahnung. Nee, die hat vier. Sie hat als vier. Ob. Ja, du sie hast vier Kassierer. Ja, ich bin genauso, was Kassierer angeht, genauso wie sie. Okay. Okay. Hier ist schon ein bisschen Milch. Warte, es gibt zwei Regale, an denen sich die Kunden bedienen können. Nee, warte, geht's hier hoch? Nee, es geht hier dort noch hoch, wenn du halt zweiten Floor schon besser bist. Ja, du brauchst auf jeden Fall 3000. Ja, aber ich habe gerade überlegt, ich meine, vielleicht hat er ja was oben. Naja, okay. Anscheinend nicht. Und hier gucken wir auch mal vorbei. Das sieht schon ziemlich fresh aus, der Teppich hier, der Eingang. Das ist dann schon, ziemlich fancy. Aber es hat halt wenige, Regale. Ja, nicht so ein breites Angebot wie wir. Ja. Und dann schauen wir noch die letzte Konkurrenz an. Genau. Und es stellt sich heraus. Mehr Regale, aber keine Milch, zwei Kassierer, aber sie hat Mac. Sie hat zwei Kassierer und einer davon ist Mac. War Mac nicht so ein Vierter, den man sich holen konnte? Ja. Stabil. Ich gucke jetzt, was außerhalb der Map ist. So weit wie ich hat sich noch nie jemand rausgewagt. Ist so. Oh, Victor, wenn du wüsstest, was hier hinten ist. Nichts. Ja, vielleicht. Ich wusste es. Du kannst mich nicht hier so ein bisschen bambuseln. Vielleicht willst du mich ja bambuseln. Nee. Ich falle auf deine Tricks nicht rein. Ja, aber trotzdem mache ich sowas nicht. Ich bin kein Bambusler. Hallo, Victor. Hallo. Ich komme gerade vom Ende der Welt. Nice. Hey, Anton. Hey, Victor. Ich komme vom Ende der Welt. Kommst du gar nicht. Doch. Warum spuckst du? Hallo, das ist illegal. Die Konkurrenz muss ausgeschaltet werden. Deswegen spuckst du in deren Laden, oder was? Ja. Okay. Ich habe gesehen, dass Big Smoke bei ihr einkaufen geht und das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Dein Customer, Big oder was? Big Smoke ist unser Kunde. Ist so. Und dann holst du dir endlich die nächste Etage, Anton? Die hole ich mir nicht. Davon habe ich halt nur mehr Platz zum Bauen, aber momentan habe ich gar nicht so viel, dass mir der Platz ausgeht. Es tut mir leid. Ja. Ich kaufe mir das Videospielding nicht.
Ich muss mir den Cheap Clothing Rack kaufen. Ein paar Mal. Ein paar Mal? Dreimal. Ja, ein paar Mal, sag ich doch. Aber für dreimal hätte ich mir auch einen so ein... Jetzt kriege ich Level Up, jetzt kriege ich plus 900. Nice. Okay. Oh, jetzt werden wir sehen. Kassiert die Kasse wirklich zwei auf einmal ab oder war ich einfach nur blöd? Du warst nur blöd. Das sehen wir in einer Sekunde. In einer Sekunde? Ich war tatsächlich nur blöd. Er kassiert nicht zwei auf einmal ab. Dann habe ich einfach nicht richtig hingeguckt. Tja, Anton. Aber es sind trotzdem zwei Kassen ein, deswegen alles tamam. Ja, wobei die Kasse auch den Platz von zwei Kassen einnimmt, ne? So Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da und schreibt es mir in die Kommentare. Ihr könnt auch gerne Roblox Victor abonnieren, er ist sehr viel aktiver als ich auf YouTube. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, das war's und ciao!